jetzt in deinem Umfeld so eingerichtet, dass du dich auf dich konzentrieren kannst und beginnst erstmal mit Schütteln. Ich weiß ja nicht, wie dein Vormittag so war, aber es schadet nie, zwischendurch auszuschütteln. Bitte beginne bei den Händen, nimm die Arme dazu, den Oberkörper mit wackeln und dann auch noch ein bisschen Gleichgewicht, weil man ja immer nur ein Bein nach dem anderen ausschütteln kann und dann eins braucht, auf dem man steht. Ja, also, richtig, weg damit. Und nochmal den Kopf schütteln, so wie es zu deinem Kopf passt, bitte. Oberkörper und stehen, nachspüren. In die Bewegungslosigkeit kommen, aber wahrnehmen, was sich innen bewegt, in dir. Nach der nächsten Ausatmung öffnest du die Arme. Einatmend hebst du die Arme an und ausatmend nochmal ein und ein drittes Mal ein und jetzt brauchst du Platz um dich herum. Du kreist erstmal mit den Hüften, du hast die Füße ungefähr hüftbreit, ein bisschen breiter auseinander und kreist mit den Hüften ab. So weit wie möglich kreisen nach außen, aber die Füße sollen noch am Boden stehen bleiben. Der Oberkörper bewegt sich locker. Somit ist es immer so gegenläufig mit den Schultern, weil du dein Gleichgewicht erhalten willst. Den Atem lässt du fließen und spürst die Verbindung, wie fühlen die Gelenke sich an. Verbindung vom Rumpf zum Bein und vom unteren Rumpf nach oben. Die Wirbelsäule entlang Richtung Brustkorb, Richtung Schulter, Richtung Kopf. Halte innen, wenn du vorne bist und wechsel die Richtung. Falls ihr das hört, ich habe die Handwerker in der Wohnung. Also heute ein großes Erlebnis hier, eine Katze, die sich in der Ecke übergibt, als es losgeht. Und dann der Handwerker, der eine Mischung mischt, damit die Kacheln kleben bleiben. Besser gesagt, die Fliesen. Aber so ist es. Wir sind hier nicht irgendwo im Retreat, sondern mitten im Leben und ziehen uns etwas zurück, um zu uns selbst, jeder, jede zu sich zu kommen. Spürst also die Bewegung in den Hüften, in den Hüftgelenken, machst die Kreise langsam kleiner, pendelst dich in der Mitte ein. Und jetzt bleibt es beim Thema Kreis auch in der Höhe, nur dass du jetzt mit deinen Händen wie ein Reifrock abfährst, den obersten Ring. Ja? Und du versuchst, ich drehe mich mal zur Seite, hier hinten weit rumzukommen und dann vor. Hier in der Einatmung streckst du dich, hebst dich, dehnst dich auf, hebst, wie es so schön heißt, dein Herz zum Himmel an. Und wenn die Arme sich nach vorne bewegen, atmest du aus. Einige Male. Noch einmal, dann lässt du locker und jetzt machst du das nur mit einer Hand und hältst dein Becken stabil. Ja? Du gehst mit dem Arm so weit rum, wie du kommst. Nach vorne kommt man eigentlich bis zur gegenüberliegenden Hüfte, du machst das erstmal nur auf einer Seite und hinten, ich komme nicht so weit. Ja? Oh, ich komme vielleicht gerade mal bis zur Hälfte, wenn man die Linie der Wirbelsäule nach hinten verlängern würde. Gerade mal so. Ja, dann ist es so. Ne? Die Hüften, die Beine bleiben in ihrer Position jetzt. Die Füße haben guten Halt zum Boden. Noch einmal auf der Seite, mit der du begonnen hast. Und dann wechselst du zur anderen Seite. Und ein letztes Mal, ein bisschen mehr Platz, und abschließen. Spüre nach, wie die Hüften, die Schultern sich anfühlen. Lucky, lass das.
entdeckt. Jetzt bewegst du deinen Schultergürtel. Zieh mal die Schultern nach vorne und dann nach hinten. Nur vor und zurück. Ich muss mal ganz kurz. Komm her. Nicht. Das so jetzt so lassen. Bleib bei mir. Vor und zurück. Dann beginnst du in den Schultern zu kreisen. Mal in eine Richtung. Und dann wechseln in die andere Richtung. Noch einmal. Und lösen. Schließe die Augen. Spüre Schultern, den Übergang zum Nacken, den Übergang tiefer in den Brustkorb. Jetzt packst du die Hände, also lässt die Arme locker hängen, packst gleich die Hände locker an den Hüften, an den Oberschenkel, so wie es für dich passt. Mit der Einatmung hebst du den Brustkorb an und ausatmend beugst du dich mit dem Brustkorb vor, bis in die halbe Vorbeuge. Stirn parallel zum Boden gestreckter Nacken. Einatmen richtest du dich mit diesem gestreckten Rücken wieder auf. Ja, und lässt dann locker. Also ein. Die Schultern ruhen auf dem Brustkorb, nicht hochziehen. Aus. Ein, vom Herzen her hochziehen und aufrichten. Dann stehen, nachgeben. Weicher Stand und wiederholen. Ja, mach das für dich noch zweimal. Lass das, lass das. Machen wir es nachher weg. Und dann variierst du. Es bleibt dabei, dass du einatmend aufdehnst, dein Herz zum Himmel hebst, ausatmend so vorbeugst. Aber jetzt rundest du dich sanft hoch mit der nächsten Einatmung und stehst. Ja, also das Hinaufkommen verändert sich. Leichte Rundung in der Wirbelsäule ab der Hüfte. Einatmen, ausatmen und dann sanft nach oben rollen und stehen. Arme locker an den Seiten. Probier das mal in deinem Rhythmus und bemerk jetzt, was sich für deinen Rücken besser anfühlt. Hier kannst du sogar dynamisch, wenn das für dich gelingt, ändern, einatmen, aufrichten und vorbeugen, ausatmen, hochkommen, dass mehr eine Welle daraus wird. Ja? Probier es mal. Ich atme ein und aus. Der ganze Körper liegt mit, bis hin zu den Füßen. Ja, noch zweimal in der Welle. Und dann stehst du für einen Moment, schließt die Augen und spürst nach. Schließlich, wenn du willst, bleibst du stehen oder kommst in einen bequemen Sitz. Wir wechseln.